nach Fleisch und Sonne gegangen. Da sind wir nach 40 Stunden noch nicht gegangen. Und da herrlich, herrlich. Aber dann haben wir den nächsten Auftritt. Aber wir sind so lange geblieben. Einfach herrlich. Ihr seid was Besonderes. So ist es. Und ich sage, der Ostern ist das Schönste, was es gibt. Herrlich, wir sind überall. Aber danke auch Ostern. Ja. Super, sei stark. So, da ist es. Und das war das Werkzeug. Da wird das richtig entertainer. Wahnsinn! Ich war, du darfst doch nicht mal für den Sprechmann, bitte. Nee. Den Quatsch an, den kann man nicht mal abschalten. Ja, gar kein Problem. Ich kann mir die Schnauze halten. Aber welche Worte von mir? Ich habe 343 Kilo abgenommen. Ja. Ja. Doch, bitteschön. Jojo. Sieht man ja, sie ist gesund aus, Peter. So, ja? Das ist die Frage, ja. Das ist die Frage, ey. Hier ist auch Ohrläppchen. So ist es. Vor allen Dingen dein Bart, wieder so schön voll. Ganz einfach, wir waren gestern vor 20 Jahren bei Stefan Rath. Wir waren bei Elber Rath. Das kommt am 9. Februar. Da sagte die vom Grillpool, das ist vom ProSieben, die Chefin, sagt die Bart etwas ausschneiden, Peter. Da sagt die, ja, ich mache einen Irrgott. Ich glaube nicht. Bis am ganzen Leben. Komm nicht so traurig, lach doch mal ein bisschen. Ich soll dich unbedingt fragen, wie du dein Bart so voll kriegst. Ob du da ein bestimmtes Mittelchen hast, was du benutzt. Aber was? Ja. Erstmal musst du Gott auch nicht viel da. Ja. Stefan Rath sagte, Peter hat einen Vollbart. Einen durchsichtigen Vollbart. Der sehr durchsichtig. Aber wenn der Manni hat, der hat nur ein, zwei Zuhörer. Ja, ihr habt mir leid. Genau, da hast du recht. Bevor jetzt alle mit den Autogrammen kommen, wir werden nachher noch genügend Zeit haben, Autogramme von den Nudeln zu ergattern. Ja. Auf jeden Fall, auf T-Shirts, auf Teilen und so weiter. Was guckst du auf uns zurück? Bist du nervös? Bisschen, ja. Also weiß ich nicht warum. Und frage ich mich auch eigentlich. Ja, du hast ganz entspannt sein, ich brauche gar nichts machen, das mache ich alles alleine. Hey, was machst du denn da? Du hast die Hose zu. Soll ich sie aufmachen? Nein, ist er reingefahren, jetzt nicht mehr. Nein, sag. Entschuldige, dass wir so reden. Wie die ganze Mann ausgeschlossen. Das ist doch der Wahnsinn. Es gibt das eben einen Gerne auskotzen hier. Ist das nicht schön? Oh, Hammer. Ja. Ich hatte das nie gedacht. Also, korrekt. Also, dass das die Leute so lieben, ja. Aber dass am Sonntag so viele Leute hier verurteilen. Wir lieben ja unsere Fans. Ja. Außerdem der Osten, den wir überbrennen. Ich habe ja auch mal eine Ostfrau, meine Erfurt Marlene. Letztes Jahr geheiratet. Ihr wisst, wo man leben kann. Hier im Osten. Ja, bitte. Und aus. Ja. Da muss ich Platz auf die Schule kleben. Grüße. Er kann nicht so groß sein, hat einer so großes dabei. Peter hat so großes Herz und muss das einfach rausmachen. Ja. Das ist sehr schön. Alle, also gut. Hast du kein Großes dabei? Ja. Hey. Es ist auch echt der, für die Oma der Trabi, der Blaue. Der vierte Trabi von der Wand, der letzte runtergelaufene. Rabi, viel Omi haben wir weggeschickt. Der Quatsch immer weiter. Genau. Ich kann kaum reden! Was du hast die Wand geredet immer. Wir gehen doch auch nicht drauf, Mann. Du hast auch so hin gemacht. Wir können doch nur drauf. Da kommt alle dran. Und alle Frauen kriegen dich. Hast du einen Filzstift? Nee, momentan. Wir haben die Hauptkarte im anderen Autogramm. Hast du jetzt vergessen? Autogramm? Wir haben mitgenommen, aber... Autogrammkarte machen wir nach der ganzen Bühne-Act hier. Ihr müsst erstmal, kommt doch erstmal an, Junge. Das sagt meine Oma immer zu mir, du kommst erstmal an. Ja, ja, aber wann bin ich denn schon mal angekommen? Das ist auch die Frage, ja. Der Weg ist das Ziel. Ja, ich hab gehört. Das kommt echt gut rum, Autogramme später. Manchmal fühlt man sich, als hat man so eine Peitsche in der Hand und müsst ihr mal aufpassen, ja? Ja, weiß ich. Ich hab gehört, dass ihr auch sieht. Ja, wir treffen zwar nicht die Töne, aber wir sind laut. Ja, ja. Wir sind Schrotthändler. Ja, aber singt schon auch nur laut. Ich weiß nicht, wollt ihr schon mal was zu besten? Ihr singt doch. Habt ihr was? Wollt ihr was hören von den Judas? Denn sie haben tatsächlich eine Tournee ausgemacht.
warte, das reicht mir hier noch nicht. Der Typ hat nur dein Stift teil. Ja, aber was Ich hab's
Ja, dahinter. Was? Frau Ritter. Ei. Du bist Frau Ritter. Richtig? Ja. Ja. Die Frau Ritter. Mann, ich muss einmal das. Lass uns sowas überhaupt singen jetzt, weil du wurde noch verheiratet. Ja, einen Moment, aber alle Frauen sind korrekt. Ja, seine auch. Und guck mal hier, die hübschen Mädchen und Frauen. Gelernt, egal, wie jung und so weiter. Ja, hat die Frau da immer verheiratet. Perfekt. Ja, wenn die Frau nicht perfekt und korrekt. Ja, das sag ich doch. Innen. Ich kann quasi jede Frau mit ansprechen. Ich möchte eine und alle anderen Frauen auch. Weil die so rum, auch meine. Ja, das ist immer hübsch. Egal, ob die denn 14, 15 oder 105. Ja, genau. Egal, alle Frauen sind korrekt und super. Gut. Leute! Ja, da legen wir mal los. Wollen wir einen? Kort, gibt es ja 100 Meter. Da legen wir mal los hier. Super. Ey, Kort, doch, lach mal ein bisschen dahinter hier. Ja. Wir fahren den nächsten ab. Ja, eine grüne Jacke. Ja, das ist so ein Mann. Ich habe immer was mit der Frage. Und zwar ein kleines Rätsel. Ja? Das ist nur so die Klasse. Da hängen wir ganz an. Jetzt muss ich einfach mal kurz weg hier. Ich habe hier meine Kiste, meine kleine Geheimkiste vergraben. Warte. Da ist so gut. Leute, vielen Dank an das Autohaus Linke. Muss ich ganz kurz sagen, gute Freunde von mir. Und die haben ein paar Teile rausgesucht und die haben gesagt, das wissen sie nicht, wo die herkommen. Aber pass auf! Ja, wir kommen von hierher! Ja. Wir sind rein! Wir kennen die Rockwagen! Das ist der Herr ja auch so! So, pass auf! Wer ist denn eigentlich der komplette, also der richtige? Der Lagermeister! Da haben wir schon mal einen Verteiler! Ja, na gut, das hätte ich jetzt auch noch erkannt, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung von Autos habe. So, ja, da sieht aus wie von einem. Ford!
von vorne. Benny, der ist klein, von vorne. Der ist Ausländer, Mann. Ja, Mann, geh mal ein bisschen vor. Geh mal bitte vorne, Mann. Das können wir sogar helfen lassen, wenn das nicht geht. Auf jeden Fall Ausländer. Matze, Mann. Ich bin neugierig. Ja, alleine wenn es Matze. Ja, das machen wir. Also, ich glaube, ich nicht leider nicht, Bruder! Ja, da muss ich was aufpassen. Ich bin alleine, das ist ganz klar, Bruder! Das ist ganz schlimmer, ganz schlimmer! Also, wenn du noch heute ist. Ich bin ein Japaner! Nee! Nein! Nein! Da bin ich doch bitte vorsichtig! Das ist sowas wie, Frisursoße. Frisur. Aber ein Stecker. Simon Frisur. Kann ich gebrauchen, den bin ich gerne. Das, den holen wir raus. Kann ich mal gebrauchen! Ja, das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Die ja. Skater wollen ein verschiedenes Auto eingebaut. Genau, jetzt muss ich es sagen. Ich habe mir das nicht mal. Genau. Viele wurden das hier in den VW eingebaut. Ach, ich habe mich geirrt, Leute. Tut mir leid, ich hab mich geirrt. Das ist es hier. Das ist meiner. Das ist meiner, Mann. Das ist. Das ist von der Mosquitsch. Achso, Mosquitsch. Ja, ich meine. Mit den kleinen Kühen. Also, das ist von der Mosquitsch. Und das ist. Das war ein Massenprodukt gewesen. Jo, das war ein Bosch-Vergaser, ein Einspritzer-Vergaser. Haben Sie überall ohne drin, dass ich hier, die meisten haben hier diese Alufüße beim VW gehabt. Ja. Und ja. Dann haben sie nachher ein Peugeot reingemacht. Peugeot hat den Peugeot. Aber ich habe gesagt, ich habe mich geirrt. Ja. Ein Sieger Peugeot. Applaus, das ist direkt. Ja. Jetzt kommt was raus. Jetzt kommt was raus. Da haben sie nicht gewarnt davor, das reißen sie aus der Hand bei diesem Wort. Das reißen sie aus der Hand. Kann ich nicht verschenken, kann ich auch nicht verkaufen. Ja. Aber was ist das? Das braucht man. Ja gut, okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, aber das ist... Peter ja. Ist ja fast... Du, ey! Du, ey! Herr das war ich nicht. Das schwer! Ja. Jetzt geht's mir nicht. Das war ich nicht. Ich hab doch schon geraten, richtige Ruhe. Fast schätze. Ja. Die sind auch mal dran. Ich hätte zuerst die Tür gesagt, aber ich glaube Ostprodukt. Aha. Ja. Aber die Frage ist doch, wie Osten? Ich kann nicht im Osten. Sehr aus. Wir liegen hier. Wir liegen hier. Er weiß das Bescheid. Weiter gehen wir nicht. Also die Autos, die damals schon genauso hässlich aussehen, wie sie heute aussehen, das ist vom Lada. Das ist vom Lada? Ja, das ist vom Lada. Nee, das lass ich auch falsch. Ich mach nicht mehr. Wir haben so ein Ding mit Lada. Denkst du, wie das heißt? Jetzt kommt das vom Lada. Wir werden auch mal hier. Wir haben den Lader gedreht bei einem Film runtergeschmissen. Ja. So drei, nee, zehnmal zur Schlange kann Lader bei uns Mutter. Wir haben ihn nicht runtergeschmissen. Wir sind im Garten drinnen gewesen. Schulter gebrochen, Finger gebrochen. Nächstes Mal, weil wir die Kinder haben, nur gedacht. Oh, hat immer noch das. Ja. Wir haben heute den Unterblutigen. Wir kamen heute an. Und dann sagt der Uwe, aber das geht ja noch. Die Brückentabletten haben wir rausgekommen, weil wir eine liebe Freundin nach Mädchen und alle standen. Ich brauche keine Toilette, alle dicke Bäume gehabt. Und wir haben das nicht gezeigt, wir haben keine Aufnahmen gemacht. Aber so viel zu den interessanten Teilen, die ich hier rausfinden konnte. Ihr seid wirklich so gut, wie es immer dargestellt wird in eurer Sendung. Also es ist wirklich verdammt, muss ich ja sagen, großartig. Nein, nein, nein. Ohne also, die Freunde und unsere Freunde. Ohne euch wären wir gar nicht. Wisst ihr, dass wir euch verehren? Wir wären ein Scheißdreck. Wir laufen in 57 Ländern mit Sprache. Aber nur durch euch. Das hab ich jetzt gebraucht. Ihr seid die Helden. Dankeschön. So, für die 18 Jahre Film. Applaus für den Dankeschön. Also, du hast schon mal vorsorglich Taschentücher dabei, oder? Lass du nicht weiter. Ja, also, weil ich die ganze Nacht kann man noch mal überhaupt klar. Zeig mal. Hast du Schnupfen? Nein, deine Anzeige war so schön gerade. Was mich zum Weinen gebracht. Korrekt. Genau. Ich frag mich. Uwe, schon mal knutschen? Aber ich war mit den Männern schon. Mann, Uwe! Du knutschst schon mal mit den Frauen. Aber man muss ja wirklich mit den Frauen. Ja. Guck mal, er hat die Jahre verheiratet. Ja! Die knutschen schon drauf, halt schon längst. Aber man sieht ja die Frauen. Lass mal die Frauen knutschen. Moment. Das hat ja nicht schon mal gesehen. Der Benni knüpft mal zu den Männern, ich bin die Frau. Die werden so schlimm. Die Männer. Aber erst kommt die Frau mit den Busen zu. Lass sie mal schlimm. Die sind die Schlümmel. Die werden nicht dick. Wollen wir noch einen machen? Ja. Ich weiß gar nicht, guck nicht so traurig. Guck mal in die Kiste, ob wir überhaupt noch einen haben. Ich bin immer straf in die Schlange. Wir haben noch einen da.
Wollt ihr noch einen hören, ein Lied? Ne? Ja! Das reicht mir irgendwie nicht. Ja, wir gehen ganz nach dem Kaffee. Die Lotusblume! Die Lotusblume! Die Lotusblume! Die Lotusblume! Ich hab das in den Sichtmuskel. Ja. Mein Karneval wieder ein großer Umzug. Ich glaube, da werden nicht wenige Wagen genau diese Songs spielen. Ja. Wer die CDs braucht, gibt es auf jeden Fall einschlägigen einschlägigen Musikhandel. Ich hab auch was Schönes für euch. Darf ich nochmal? Ich hab nämlich nochmal ein paar kleine Kostenproben mitgebracht. Der Uwe beschreibt mir Öl! Ey, den krieg ich ja nicht mehr weg davon, wa? Geil! Ey, der beschreibt mir schon die Titis! Aber ihr Öl testen nicht! Uwe, du bist ein Schrotthändler, hier Öl testen! Öl testen? Ja, das ist Titten aus Öl! Was
was ganz was Besonderes. Papa Lotto, du Pfeife. Na, Leberwurst. Lecker! Lecker! Kleiner, probiert. Ey, das schmeckt geil. Ja, lecker! Ich kann nur so viel sagen. Du hast einen Hammer auf den Brot mit dem Bär. Ja, bitte. Das schmeckt ja gut. Richtig? Ich kann nur sagen, der Hose war gut. Der war wirklich gut. Der läuft ja weg, du Dumme. Ja, ja. Ich merke schon, ich hätte ein bisschen mehr abfüllen sollen. Ja. Ich hätte, hey, das hätte kosten können. Solchen Menschen bin ich der Mutter. Ja, absolut. Genau, ich gebe es mal hin. Vielleicht kannst du das ja auch. Ich hab noch ein bisschen was Frisches hier. Ja, ist echt geil. Frisch und Frisch gebracht. Minimum. Das ist frisches Öl. Ich hätte die Kühe abgemacht. Noch 20 Liter nicht so. Oh! Ja, du darfst ja, nicht schon jetzt oben anziehen, weil die Neujahr war ja wieder. Komm, ich hab meine andere. Wer will noch mal einen Schub? Hab ich Ärger gekriegt. Innerhalb von 45 Minuten. Wir haben ja festgestellt. Was hättest du denn gemacht? Was hättest du anklicken und alle gesagt, nein, du wirst erst mit der hier abgeben. Ah, das könnte werden. Haben wir gesagt, ja, da sind so ziemlich viele drin. So wie Weihnachtsgebäck. Ja, zum Beispiel. Also, das ist ja echt gewürzt, das kann ja auch Kräuter drin sein. Kräuter ist immer gut. Ey, haben wir überhaupt, bevor das leckere Trinkt hier, einen Filmstift mit drin? Guck dir das an, haben wir noch einen Filmstift hier? Ja, das ist aber ich brauche einen. Hallo! Ich weiß nicht, ob das so gesund ist mit den ganzen Ölen. Und er hat Filmstift! Oh, jetzt hier. Leute, Fotos machen wir nachher, ja? Das ist auch gleich. Aber Fotos machen wir gleich in wenigen Minuten. Ich hab, meine wenigen Minuten ziehen sich eher so ein bisschen in die Länge. Ich komme aus der Fotos, weißt du schon. Richtig? Willst du mit Dingen? Ich glaube nicht. Ja, dann wollen wir mal Schmuck gleich machen. Ich kann reden, aber sie nicht. Was ist so gut? Die Eisbären. Ja, aber du willst gerne vier Bären. Willst du das auch anhören? Drei Haare auf Brust und gibt's mehr. Autogramme auf alles, was ihr finden könnt. Auf Teile, auf die T-Shirts, die ihr kauft könnt, ihr von den Leuten. Könnt ihr gleich haben, wenn wir noch ein kleines jetzt kommt, oder? Ich glaube, das ist WD-40, würde ich sagen. Mindestens WD-40. Aber wir haben das hast du nicht rausgefunden, oder? Nee. Das wird mir wurde gesagt, der hatte der Kolben, der war durchgebrannt und hatte einen Konfusionsverlust. Aber wie die Kekse hat ihn nicht angeschnitten. Das kann sein, ja. Schießt ein guter Vogel. Ja. Meine Frage, hey, komm mal her. Weißt du, wie Kunde von uns deine Leistung allein kann? Er hat graue Haare, die Zähne fallen alle aus und der Rest funktioniert auch nicht mehr. Der Durch ist auch. Ja. Aber ist ein Autohelmer. Ein Autohelmer, sehr charmant. Vorsicht! Du, Mensch, wenn ich die Treppe da sehe. Das wird gleich wieder ein Schulterbruch, oder? Ja, der kann schon wieder. Ich hole ihn jetzt auf die Bühne und dann singe ich mal. Uwe! Uwe! Ja, ich will schon nicht, Junge. So Leute, einen haben wir noch, bevor es hier zum Messerrundgang geht, wo ihr die drei natürlich sehr gerne leiten dürft. Also, das ist auch ein Programm für euch. Und jetzt zum Stimmung nochmal die Eisbären. Aber jetzt wollen wir ein bisschen Stimmung. Ja, dazu wird er auch hören. Kann ich auch noch rein? Welche Eisbären soll ich nur? Oh,
Ich bin von mir aus, ich bin von mir aus.